der Deva, das ist Mike, das ist Nathalie, ich bin Natascha. Das Projekt begann in einem meiner Seminare. Ich bin Dozentin gewesen damals an der Humboldt-Universität. Und so kam dann im Laufe dieses Seminars die Idee, diese Ausstellung zu machen. Wir hatten als Hauptthemen Rassismus und Sexismus und haben uns im Prinzip die Frage gestellt, wo gibt es Alltagsrassismus zu sehen? Und kamen dann ja nach längerem Brainstorming auf die Idee, einen Supermarkt nachzubasteln. Weil in einem Supermarkt, da gehen alle Menschen hin, jeden Alters, jeder sexuelle Orientierung, jeder muss irgendwann mal einkaufen, wenn nicht sogar täglich. Und da begegnen uns auf ganz verschiedenen Ebenen eben verschiedene rassistische und ja, oder Rassismen und Sexismen. Könnten wir im Prinzip Produkte auch ohne rassistische oder sexistische Werbeimages vermarkten und so weiter? Und dann habe ich meinen Studentinnen die Aufgabe gegeben, in den Supermarkt zu gehen, sich ein Produkt auszusuchen und dann sozusagen die Perspektive umzukehren. In der Tradition des Postkolonialismus, da wirklich von dem vermeintlichen Opfern auszugehen und zu gucken, okay, wie geht es denn anders? Wie können wir Produkte vermarkten, ohne diese Images und Klischees und Stereotype zu verwenden? Wir haben jetzt sozusagen eine Wanderausstellung konzipiert, die Idee war. Also es fängt tatsächlich als akademisches Projekt an. Wir sind dann aber ziemlich schnell außerhalb der Uni gewesen. Also unsere ersten Ausstellungen waren in Selbstorganisationen. Und wir haben halt auch ziemlich schnell festgestellt, dass wir tatsächlich eine jugendliche Zielgruppe auch haben. Und haben dann im Laufe der Zeit gezielt Schulen und Lehrerinnen angeschrieben und angesprochen. Das ist jetzt nicht wie eine klassische Ausstellung. Du gehst rein in eine Galerie und schaust dir die Sachen an und bitte nicht anfassen, sondern bei uns ist genau das Gegenteil gewollt. Also es sollen ja, die Produkte dürfen in der Hand genommen werden, aufgemacht werden und es befinden sich überall irgendwelche Gimmicks drin. Und die Super Blödmanns sind angelehnt an ein anderes Produkt, was man eigentlich noch in der Darstellung ganz gut sieht. Und bezieht sich auf eine Fremdbezeichnung, die benutzt wurde. In der Produkterstellung sollte die Perspektive umgekehrt werden. Hier zu sehen ist zum Beispiel Maya Yim, wie sie vor einer rassistisch benannten Berliner Straße steht und auch einer U-Bahn-Haltestelle und so ein Schaumkuss ist. In der Gruppenarbeit wurde dann auch ein Gedicht von ihr verarbeitet und das können sich sozusagen Besucherinnen, währenddessen sie sich das anschauen, das Produkt halt auch sozusagen zugänglich machen. So heißt auch eine Station in unserer Ausstellung, Kolo konserviert, weil durch Reproduktion und durch die Nichtaufarbeitung des deutschen Kolonialismus wird der Rassismus ja ewig weitergetragen. Und das ist etwas, was wir damit zum Ausdruck bringen wollten. Es soll jetzt kein Boykott sein, also so ist die Ausstellung nicht zu verstehen. Das geht nicht zu Edeka einkaufen, sondern es heißt, geht bewusst einkaufen. Das ist das, was wir wollen. Und wir wollen vor allem auch die Verantwortlichen ein Stück weit dazu bringen, ihre Geschichte aufzuarbeiten. Ja, also Produkte sind dann rassistisch, beispielsweise auf der sprachlichen Ebene, wenn Fremdbezeichnungen verwendet werden. Alleine die Tatsache, dass ich natürlich meinen Mund bewege, handle ich ja. Und transportiere durch das Sprechen eben Rassismus, ja, wo bestimmte Gruppen eben tatsächlich Gewalt erfahren. Ja. Dann gibt es auf der, gerade im Bereich des Visuellen, würde ich sagen, ist tatsächlich der Bereich, wo Rassismus zuerst wirkt. Gab es ja vor kurzem von Rewe eine Werbung für ihr neues Lieferservice. Es war nicht nur rassistisch, sondern auch sexistisch, dass die Frau hielt ihr Kind, beide waren verkleidet, berühmten Native-Kostüm mit Federn und alles, was dazugehört. Und dann die Unterzeile war ungefähr, die Frau macht den Haushalt. Also nicht so ganz so plakativ, aber das war ungefähr die Aussage. Ich stelle euch ein anderes Produkt vor. Also es handelt sich um Zigaretten. In unserer Ausstellung heißt es Critical Postcolonial Spirit.
Und im Grunde genommen, wie bei auch anderen Produkten aus der Ausstellung, werden verschiedene Ebenen eben angesprochen. Im Grunde genommen werden Bilder von Native Americans jetzt in dem Fall, wie es auf der Original-Zigarettenpackung eben zu sehen ist, benutzt, um ein Kolonialprodukt, was auch im Rahmen von Ausbeutung eben hergestellt wird, zu vermarkten. Und die Bilder von den Leuten haben eben auch eine Geschichte von Genozid, also Völkermord. Ja, Kapitalismus und Rassismus sind ja zwei Seiten derselben Medaille. Kolonialismus wie auch die Versklavung waren ja Wirtschaftsunternehmen. Aber wir gucken auch nicht nur auf diese drei Ebenen, sondern es spielen auch zum Beispiel Handelswege oder Absatzwege spielen ja auch eine große Rolle. Es werden die Kritik ausgeübt eben an das Unbewusstsein dafür, welchen Weg Kaffee nimmt. Ja, das ist ja immer noch zu menschenunwürdigen Bedingungen angebaut oder abgebaut und transportiert wird, dass die Plantagenarbeiter, ist immer noch eine Form von Neoversklavung, was da herrscht. Also es geht nicht nur um das, was du siehst, ja, sondern auch um den Handel. Also dieses ganze Projekt hat schon mein Einkaufsverhalten verändert. Ein Nachteil ist, dass tatsächlich es wenige Produkte gibt, die überhaupt eingekauft werden können, wenn es danach geht. Es ist auch eine finanzielle Frage, das darf auch nicht ausgeblendet werden, dass, ich sage jetzt mal, bewusste oder reflektierte Produkte auch dementsprechend teurer sind. Ja? Und da müsste auch mal geguckt werden, ob das nicht irgendwie im Prinzip genau umgedreht werden müsste. Was das Ziel von IDEWA ist tatsächlich einen Prozess anzustoßen. Einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir alltäglich wirklich von Rassismen und Sexismen und Kapitalismus und Ungleichheit umgeben sind. Dann überhaupt bei unseren Besuchern haben wir oft die Erfahrung gemacht, die haben wirklich so dieses Aha-Effekt. Das wusste ich ja gar nicht. Und Das stößt etwas an. Also, dass die vielleicht anfangen, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren. Aber nicht nur im Bereich des Konsums, sondern auch wirklich im alltäglichen Leben, im Umgang mit Menschen, was die Wortwahl betrifft, dass wir anfangen, unsere Sehgewohnheiten auch zu verändern, ja, weil oder auch unsere Denkmuster aufzubrechen und diese Stereotype nicht weiter transportieren. Ich glaube, das wäre meine Meinung dazu. Also was Idee war tatsächlich auch erreicht. Maya Yin. Aufruf zum Boykott. United Colors wirbt nicht mehr nur mit Wohlstandskindern aller Farben und Kontinenten für eine Welt erlesener Kostbarkeiten, in der die gut leben, die sie den anderen nehmen. Verkauft jetzt auch mit jungen und alten klagenden Bäuchen unter hungrigen Blicken dieselbe Welt der leeren Versprechen, in der Ungleichheit Exotik bedeutet und Gerechtigkeit werbe- und geschäftsschädigend wäre. Für United Colors und andere Hyänen Aufruf zum Boykott. Maya Yin, Blues in Schwarz-Weiß.